für SeniorInnen wird es leichter, Kredite zu bekommen. Das Kräftemessen zwischen USA und NATO auf der einen und Russland auf der anderen Seite geht weiter. Und das Wetter hat nur wenig Sonne bereit, dafür Regen. Schönen Abend und herzlich willkommen bei Aktuell am Abend. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Für Seniorinnen und für Senioren wird es künftig leichter, einen Kredit zu bekommen. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Lebenserwartung künftig bei der Kreditvergabe keine Rolle mehr spielen soll, wenn finanzielle Sicherheiten wie etwa Immobilien da sind. Im Alter kann es schnell notwendig werden, dass das Eigenheim barrierefrei umgebaut werden muss. Dafür einen Kredit zu bekommen, war mitunter schwierig. Gesetzliche Änderungen ließen viele Jahre auf sich warten. Schon wie ich Volksanwältin war, bin ich damit konfrontiert worden, dass es alten Menschen immer ganz, ganz schwer gemacht wird, einen Kredit zu bekommen. Und mit dieser Gesetzesnovelle schaffen wir einen Meilenstein gegen Altersdiskriminierung. Denn im Rahmen der Kreditprüfung spielt die Lebenserwartung unter zwei Voraussetzungen keine Rolle mehr. KreditnehmerInnen müssen die zu ihren Lebzeiten fälligen Kreditraten zurückzahlen können. Und für den Fall, dass die KreditnehmerInnen versterben, bevor der Kredit zurückgezahlt werden konnte, müssen die Sicherheiten wie etwa eine Eigentumswohnung oder ein Haus hoch genug sein. Ab Mai sollen die neuen Regeln gelten. Die SPÖ hat heute ihre Forderung nach einem Aussetzen der Mietpreiserhöhung erneuert. Am 1. April werden ja die sogenannten Richtwertmieten auf Basis der Vorjahresinflation um 8,6% erhöht. Davon betroffen sind 380.000 Haushalte in Österreich. Die SPÖ wirft der Bundesregierung dahingehend Untätigkeit vor und will nun selbst einen Gesetzeseintrag im Parlament einbringen. Die Mietervereinigung berichtet heute von großen Sorgen und Nöten unter den Menschen, die zusätzlich zu den gestiegenen Energiekosten und Lebensmittelpreisen auch mit steigenden Mieten konfrontiert sind. Die Menschen können sich das einfach nicht mehr leisten. Sie sind verzweifelt, sie wissen nicht mehr, wie sie die nächste Miete bezahlen sollen. Die Beratungstermine bei der Mietervereinigung seien bis Anfang Mai ausgebucht. Schon am 1. April werden die Richtwertmieten erhöht. Die SPÖ fordert erneut einen Mietpreisstopp und verweist auf Beispiele aus Spanien, Frankreich oder Schweden. Wir wollen, dass die Mieterhöhungen bis 2025 ausgesetzt werden. Und danach sollen die Mieterhöhungen auf maximal 2% pro Jahr begrenzt werden. Im Bautenausschuss des Parlaments will die SPÖ morgen dazu einen eigenen Gesetzesantrag einbringen, mit dem das Mietrechtsgesetz geändert werden soll. Die Corona-Lage im Land hat sich beruhigt, jetzt bereiten aber die Masernsorge. In der Steiermark werden bereits mehrere Kinder stationär im Spital behandelt. Masern sind ja höchst ansteckend, zu oft werden sie aber unterschätzt. Zudem sei die Durchimpfungsrate zurückgegangen und das, obwohl der Impfstoff allen gratis zur Verfügung steht. Deshalb gibt es jetzt wieder Sonderimpftermine. Es braucht sie wohl auch in den kommenden Wochen noch. Sonderimpftermine gegen Masern, so wie heute wieder in Graz. Es sind ein paar wenige Fälle, insgesamt 4 dazugekommen. Und es gibt auch noch ein paar Verdachtsfälle. Das heißt, es ist mit weiteren Fällen zu rechnen. Schon mehr als 20 infizierte Kinder zählt die Steiermark. Das Gesundheitsamt der Stadt Graz hat mehr als 100 Kontaktpersonen von Erkrankten informiert. Denn eine Impfung, auch 72 Stunden nach einer Infektion, bewirke noch einen milderen Verlauf der Krankheit, die höchst ansteckend ist. Befindet sich ein Infizierter in einem Raum, er spricht, hustet oder niest, dann kann jemand, der auch nur an ihm vorbeigeht oder sich sehr kurz in diesem Raum aufhält und ungeschützt ist, weil er eben keine Immunität hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand erkrankt, außerordentlich hoch. Auch Erwachsene kann es treffen. Heute wird der erste Masernfall in Kärnten bekannt, bei einer 19-jährigen Person. Auch die Kärntner Behörden appellieren jetzt an die Bevölkerung, im Impfpass nachzuschauen, ob eine Masernimpfung vorhanden ist, um eine Ausbreitung zu vermeiden, wie es heißt. Und wir kommen damit ins Ausland und zur Frage, hätte man die Erdbebenkatastrophe mit mehr als 48.000 Opfern im türkisch-syrischen Grenzgebiet verhindern können? Mit genau dieser Frage muss sich jetzt auch die Justiz in der Türkei beschäftigen.
Mehrere Anwälte haben dort jetzt Anzeige gegen Präsident Erdogan, weitere Amtsträger und auch Bauunternehmer eingereicht. Sie werfen ihnen fahrlässige Tötung und Amtsmissbrauch vor. Karaman Maraş hat sich in ein Meer aus Schutt verwandelt. Nicht nur hier könnten viele Gebäude noch stehen, ihre Bewohner noch leben, meinen die Kritiker der türkischen Regierung. Doch statt in die Erdbebenvorsorge zu investieren, habe man lieber bei den Bauvorschriften ein Auge zugedrückt. Jetzt braucht es Nothilfe und die geht bei Präsident Erdogan derzeit Hand in Hand mit Wahlkampfauftritten. Man werde die zerstörten Städte schnell wieder aufbauen, verspricht er bei seinen Besuchen im Bebengebiet. In nicht einmal 3 Monaten stehen in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an und rund 15% der Wahlberechtigten leben in vom Beben betroffenen Gebieten. Schon zuvor hatten Wirtschaftskrise und Inflation Erdogan in Bedrängnis gebracht. Die Naturkatastrophe aber könnte seine Macht in ihren Grundfesten erschüttern. Eigentlich stehen im Mai ja Präsidentschaftswahlen in der Türkei an. Das Erdbeben und seine Folgen bringen Erdogan aber noch mehr unter Druck, als es die hohe Inflation ohnehin schon getan hat. In der Türkei beträgt die Teuerung nämlich zurzeit knapp 58%. Im Oktober waren es sogar fast 86%. Deshalb wird gerade auch viel spekuliert, ob die Wahlen überhaupt stattfinden werden. Mein Kollege Rainer Reitzamer hat am Vormittag mit dem Politikwissenschaftler Cengiz Günay genau darüber gesprochen und gefragt, was denn dahingehend bekannt sei. Die Regierungspartei testet so ein bisschen in den Umfragen, ob es eine Mehrheit dafür gäbe. Ich meine, man muss sagen, diese massiven Zerstörungen würden ja fast dafür sprechen, dass man das verschiebt. Allerdings gibt es in der Verfassung keine Klausel dafür, die im Falle von Naturkatastrophen eine Verschiebung der Wahlen vorsieht. Wahlen können nur im Falle eines Krieges verschoben werden. Das heißt, man bräuchte die Zustimmung der Opposition und die hat überhaupt kein Interesse, angesichts auch dessen, dass eben so massive Mängel da sind und auch viele in der Bevölkerung meinen, dass also dieses Missmanagement nicht länger zu tragen ist und es einen politischen Wechsel braucht. Das heißt, es wird schwierig für Präsident Erdogan, eine Mehrheit für eine Verschiebung der Wahlen zu finden. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass er manchmal recht kreativ ist und ein gewiefter Politiker und die Zeit bis zum 14. Mai drängt. Und wir kommen damit zum Ukraine-Krieg, wo das mediale Kräftemessen zwischen den USA und der NATO auf der einen und Russland auf der anderen Seite weitergeht. US-Präsident Joe Biden trifft sich in der polnischen Hauptstadt Warschau mit den Staats- und Regierungschefs von 9 Staaten entlang der NATO-Grenze im Osten. Und in Moskau empfängt Wladimir Putin unterdessen den obersten Diplomaten Chinas. Das Treffen Putins mit dem wichtigsten chinesischen Außenpolitiker zeigt, wie wichtig Russland die Beziehungen zu China sind. Denn normalerweise empfängt Putin nur gleichrangige Staatschefs. Wichtig für internationale Stabilität seien die Beziehungen mit China, sagt Putin. Auch Wang Yi lobt die Freundschaft mit Russland. China gilt als enger Verbündeter, hält sich aber an internationale Sanktionen gegen Russland und hat den Angriff auf die Ukraine bisher weder kritisiert noch verteidigt. China will ja vermitteln und einen Friedensplan für die Ukraine vorlegen. Und für das Frühjahr ist auch ein Besuch des obersten chinesischen Führers Xi Jinping in Moskau geplant. Diesseits der NATO-Außengrenze in Warschau will der US-Präsident beim Treffen mit osteuropäischen Grenzländern zu Russland zeigen, wir stehen zusammen. Die NATO wird sogar immer stärker, sagt Biden, denn nun wollen auch bisher Neutrale, Schweden und Finnland, in die NATO. Wladimir Putin legt im Kampf um die Bilder noch eins drauf und lässt sich und die Invasion in der Ukraine im Moskauer Olympiastadion feiern. Ein Jahr lang dauert dieser Krieg jetzt bald an. Der schnelle Einmarsch und Sieg über die Ukraine ist Russland dabei nicht gelungen. Putin gibt sich dennoch weiterhin siegesgewiss. Aber wie sehr hat ihn diese missglückte Offensive geschwächt? Genau das hat mein Kollege Rainer Reitzamer heute Vormittag die Putin-Biografin Katja Kloger in ORF 3 aktuell gefragt. Das erste große Kriegsziel hat Putin nicht erreicht.
die Ukraine zu unterwerfen, eine Regierung von seinen Gnaden in Kiew zu installieren und seine Truppen in einer Siegesparade durch Kiew ziehen zu lassen. Das hat nicht funktioniert. Also er hat dann schnell seine Ziele, seine Taktik angepasst. Jetzt geht es darum, im Osten der Ukraine die neuen Territorien, so werden sie in Russland genannt, also die Gebiete, ukrainisches Staatsgebiet, die offiziell nun Teil der Russischen Föderation sind, richtig zu kontrollieren und sich dort endgültig irgendwie festzusetzen. Und dieses Narrativ, dass man dort den Krieg gegen den Westen führt, gegen die Nazis, dass man russischstämmige Menschen dort verteidigen müsse, dass man dort irgendwie die russische Zivilisation bauen müsse auf diesen Kriegsruinen und Kriegsverbrechen, die verfängt durchaus. Außerdem hat er die russischen Eliten fest unter Kontrolle genommen. Er sagte ja gestern auch in seiner Rede, dass all die jetzt irgendwie sich Kummer darum machen würden, ob sie ihre Yachten und ihre Villen und ihre Vermögen im Westen möglicherweise verlieren müssen, dass sie sich schon einmal überlegen sollten, zu wem sie wirklich gehören. Es verfestigt sich mehr und mehr der Eindruck, dass Putin dabei ist, seine Macht sogar zu konsolidieren. Weniger zu schwächen als zu konsolidieren. Aber dafür muss er einen Sieg im Osten der Ukraine davontragen. Schönere Aussichten gibt es jetzt vom Wetter, das heute vielerorts sehr sonnig und auch mild war mit Temperaturen bis zu 17 Grad. Ob es auch die nächsten Tage so frühlingshaft wird, das sehen wir uns jetzt an. Hier sind die Aussichten. In vielen Regionen überwiegen morgen die Wolken und es ziehen ein paar Regenschauer durch. Die Sonne kommt meist nur zwischendurch hervor. Es bleibt mild bei Höchstwerten von 9 bis 13 Grad. Mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Schauern geht es in den nächsten Tagen weiter und es kühlt nach und nach ab. Am Sonntag wird es kurzfristig winterlich mit etwas Schneefall. Und Anne-Gülgen Meyer weiß jetzt noch, was in Kultur heute auf dem Programm steht. Griechenland oder Der laufende Huhn, so heißt der neue Film von und mit Thomas Stipsitz. Er ist ab Freitag in den heimischen Kinos zu sehen. Weiters berichten wir von den bekanntgegebenen Besucherzahlen der Bundestheaterholding. Und außerdem wurde gestern Abend im Wiener Metropol der Mimi Wunderer Nachwuchskabarettpreis verliehen. All das und noch sehr viel mehr ab 19.45 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Zuvor gibt es aber noch, wie gewohnt, die wichtigsten Nachrichten des Tages auch in einfacher Sprache sowie die schönsten Geschichten aus allen Bundesländern in Österreich heute das Magazin. Schönen Abend noch mit dem Programm von ORF3. Machen Sie es gut. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.